Dum 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 dum. Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Daily Vlog der Daily Vlog Reihe. Ja, was wird heute passieren? Keine Ahnung, was im Titel steht. Im Hintergrund konvertiert auf jeden Fall gerade noch das Video von gestern, beziehungsweise ich filme ja gerade gestern, wenn ihr das Video seht. Ach, das ist immer so schwierig zu erklären. So, Freunde, hier so einen geilen Ventilator am Start. Schalten wir mal richtig hoch. Es ist zwar heute nicht so warm draußen, wir haben irgendwie auch nur so 20 Grad. In der kurzen Hose ist es schon ein bisschen kalt. Und ich habe ja gestern im Vlog noch gesagt, dass die nächsten 30 Tage so geiles Wetter wie gestern im Vlog gemeldet wäre. Aber manchmal lügen die auch. Genau. Ja, was wird heute passieren? Wir werden nochmal eine Runde Mofa fahren. Ich versuche wirklich mal irgendeine Lösung zu finden, den Ton aufzunehmen, während ich Mofa fahre. Weil Kamera am Mofa anbringen und aufnehmen ist ja nicht schwer. Oder am Helm oder so. Aber dieser Ton dabei dann, ich will das halt nicht nachvertonen. Ich hätte schon gern diesen Live-Ton dann. Einfach um mit euch so eine Art Motorrad-Vlog zu machen. Oder in dem Fall Mofa-Vlog. Und ja, mal gucken, ob das vielleicht so hinhaut, wie ich es mir vorstelle später. Wenn es nicht hinhaut, dann ist das leider halt so. Tut mir leid, aber... vielleicht kommt irgendwann wirklich noch der Tag, wo wir das mal hinkriegen. Ja, und ich werde jetzt erstmal Mittagessen gehen. Ja, und danach würde ich mal sagen, fahren wir einfach mal Richtung Bergstraße. Sind auch noch ein paar Kilometer von hier. Und chillen wir mal, gucken mal, was da so geht. Wetter ist, wie gesagt, jetzt nicht so geil. Es wird wahrscheinlich gegen Mittag auch mal ein bisschen die Sonne rauskommen. Der ganze Morgen war jetzt bewölkt. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel labern. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, ihr seht schon, ich habe Nierengurt an. Ich habe ja gesagt, ich melde mich gleich wieder. Das Ding ist einfach nur, wir fahren jetzt an einen richtig geilen Ort. Ich hoffe, ich komme da noch zeitlich an, wenn es hell ist und das klappt und so. Freunde, immer dran denken, MyFly Merch, highest merch of the world. Ich glaube, der englische Spruch hat gerade nicht wirklich Sinn ergeben. Wir haben schon relativ spät, aber irgendwas muss ich in diesem Daily Vlog noch machen. Und wenn das klappt, haben wir die beste Aussicht auf Erden, glaubt mir. Oder die beste Hessens, würde ich echt mal sagen. Bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt hier am Arsch der Welt sozusagen. Also ich hatte ja eigentlich vor, mit euch an die Bergstraße zu fahren. Und dann auf so einen mega geilen Aussichtsturm, wo man einfach alles sieht. Aber ich denke, das werden wir in den nächsten Vlogs machen. Ja, ich bin mit meiner Hercules wieder unterwegs, wie ihr sehen könnt. Im Untergrund auch ziemlich Verkehr und so. Vielleicht kennen einige von euch diese Gegend hier. Ich will aber jetzt nicht sagen, wo das ist. Habe ich auch, also wir waren schon öfter hier. Ich glaube, in 2 oder 3 Videos stand ich schon mal, okay, 5 Meter da oben oder da drüben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hier in diesem Gebiet. Und habe damals schon mit der Begründung gesagt, dass ich nicht sagen werde, wo das hier ist, weil Chris Tess hier um die Ecke wohnt. Beziehungsweise es ist nicht mehr so weit. Und gut, jetzt nicht er, aber seine Eltern und manchmal ist er da und keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu viel aussagen. Es ist Privatsphäre, Freunde. Das gehört einfach dazu. Naja, auf jeden Fall ist das Ding, ich könnte natürlich jetzt auch wieder da zu ihm hinfahren und ihn stalken und oder keine Ahnung, whatever machen. Nein, machen wir nicht. Weil ich weiß auch selber, wie es ist, wenn Fans einem penetrant auf den Sack gehen, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht, dass ihr mir auf den Sack geht, aber wenn ihr vor meiner Haustür steht und klingelt, also versetzt euch mal in unsere Lage, wenn einer vor der Haustür steht und klingelt und so, oh cool, ich weiß jetzt, wo du wohnst und so voll komisch auch noch reagieren, so als ob wir Menschen von einem anderen Planeten wären. Versetzt euch einfach mal hinein, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich damit meine. Ja. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall in einer der Richtungen dort vorne fahren, denn der geheimnisvolle See, an dem wir auch schon waren und auf dem ich auf meinen Autogrammkarten abgebildet bin, der ist auch nicht weit von hier und im Sommer ist er wirklich gar nicht zu erkennen. Da sieht man vielleicht, wenn man gerade richtig hinguckt, mal durch so ein 2 Meter, durch so eine Lücke, wo kein Busch oder so ist, wo er ist, aber ansonsten sieht man ihn gar nicht, weil da alles zugewachsen ist. Also Freunde, wir fahren jetzt mal kurz hin. Ich muss euch jetzt mal so halten, damit ihr hier jetzt keine Ortsschilder seht und auch nicht das Nummernschild ein Schild von meinem Mofa. Vielleicht hat man es schon mal gesehen, keine Ahnung, aber es gibt ja eh jetzt ja ein neues.
Ich bin jetzt so gut wie an dem geheimnisvollen See da. Ich laufe gerade an einer Straße und es ist sehr gut, dass gerade niemand kommt. Oh mein Gott, da fuhr gerade ein Auto her. Ich bin gerannt. Okay, hier nochmal dieses alte vermoderte Haus, die alten Scheunen. Ey, ist eigentlich so richtig Lost Place mäßig. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber It's Marv kennt. Irgendwie so heißt er, glaube ich. Der macht ja auch so Lost Place Videos. Ich glaube, das hier wäre so ein Ort, wo man ihm mal schreiben könnte, dass man hier mal hingehen müsste. Okay, Freunde, damit das Vlog jetzt nicht zu, langweilig ist, würde ich sagen, ihr könnt jetzt da oben drauf drücken. Da ist eine Abstimmung für euch. Denn das letzte Mal, als wir hier waren, war halt der Wasserstand ein bisschen gestiegen wegen Winter und der Schnee ist geschmolzen, es hat geregnet. Aber jetzt ja Sommer, jetzt verdampft das Wasser ja. Prinzipiell denkt ihr, dass der Wasserstand gestiegen oder gesunken ist? Klickt jetzt mal da oben drauf und stimmt ab. Also in wenigen Minuten werdet ihr es erfahren. Wenigen Sekunden. Also meiner Meinung nach ist er gestiegen. Denn das Ding ist halt einfach, da hinten, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht, da ist ja diese Baumreihe, diese Büsche da. Und da, wo die sind, war früher halt wie so ein Weg noch. Also man konnte quasi den Weg runter und dann da vorne rum und dann da auf die andere Seite vom Ufer. Und jetzt ist da halt alles überschwemmt, dass man da gar nicht mehr hergehen kann. Also ich bin ja auch auf den See nur aufmerksam geworden durch Chris Test damals, durch ein Video. Ich wusste zwar auch nicht, wo er ist, aber es hat sich dann herumgesprochen, dass hier in der Gegend dieser See wäre. Und dann dachte ich so, yo, hab hier hingeguckt und dann ist mir aufgefallen, das haargenau der aus dem Video, also von Chris. Boah, Freunde, ich hab hier immer so mega Schiss, dass hier auf einmal irgendjemand ist. Oder hier immer irgendwie so eine Scheiße passiert, so da drüben ist irgendein Sektentreffen oder irgendwelche Mafiosos schmeißen hier gerade irgendeinen rein, keine Ahnung. Könnte ich mir so richtig vorstellen hier. Das ist dann vielleicht auch ein Grund, warum ich hier nicht gerne schwimmen gehen würde, weil kein Schwein weiß, was in dem Wasser ist. Und dafür, dass das so naturfreibadsmäßig ähnelt, ist das Wasser schon ziemlich türkis irgendwie. Also auch nicht mehr dieses Grün, wie man es kennt, aber auch nicht blau. Klar, das ist jetzt hier kein geklortes Wasser. Was denkt ihr denn, Freunde? Aber es hat so eine komische Farbe. Und no joke, Freunde, da ist einmal so ein weißes Teil und das, meine ich, ist da drüben auch nochmal irgendwo hinter den Büschen. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Art Styropor ist, was irgendwie an einem Seil ist und bis unten auf den Grund geht, um irgendwie den Wasserstand hier zu kontrollieren, messen zu können. Oder dass es irgendwie eine alte Antenne von irgendeinem Haus ist, was da unten drunter noch ist. Weil das hier war ja mal ein früherer Steinbruch. Habe ich in den letzten Videos teilweise auch schon voll oft erklärt, aber ich erkläre es euch nochmal. Weil ein Steinbruch hat ja wahrscheinlich unten im Steinbruch auch irgendwie so ein Werkzeugschuppen oder so gehabt, halt so mindestens mal eine kleine Hütte. Kann ja sein, dass das irgendwie so der Rest vom Dach ist oder keine Ahnung. Das hier finde ich nur irgendwie am krassesten. Also ich habe mal gehört, dass früher hier einfach nur so eine verrostete alte Schranke war. Und sonst konnte man halt da runter und wie gesagt, den Weg lang da drüben her und dann bist du halt ruckzuck da drüben am Ufer. Und jetzt wurde hier halt mega aufgerüstet mit so einem Zaun und so. Ich habe nur irgendwie Angst, wenn man den jetzt so anfasst, dass dann so ein Alarm losgeht oder so. Ich finde es hier an sich immer so mega creepy irgendwie. Wobei ich auch voll gerne mal eigentlich auf die andere Seite da oben würde, weil da oben sind auch noch so Etagen. Und ich glaube, da hat man echt eine andere Perspektive und eine bessere Sicht. Wobei, wenn ich jetzt wirklich mal überlege, das Wasser ist mega angestiegen, ey. Das ist irgendwie so, also ich glaube so in 20 Jahren, wenn es so weitergeht, läuft das hier über und flutet die ganzen Dörfer im Umkreis und läuft runter ins Tal oder so. Boah, also das Haus turnt mich schon ein bisschen an, aber gut, die Tür ist so langsam zugewachsen. Das war vor 2-3 Videos noch nicht so. So, schnell hier unten durch. Okay, Freunde, ich werde das jetzt verlassen und würde sagen, wir sehen uns gleich zu Hause wieder. Endlich zu Hause. Das waren jetzt nochmal ungefähr 50 Kilometer. Ich bin tot, ey. Ich muss erstmal einen Moment entspannen. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht gleich noch was. Vielleicht aber auch nicht. Das seht ihr nach dem Schnitt. Mach mal einfach einen schnellen Schnitt, oder? Bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt nochmal raus aufs Feld gefahren. Ich will mich noch dafür entschuldigen, dass in den letzten Vlogs meine Haare ein bisschen nicht so gemacht aussehen. Das liegt daran, weil ich einen Helm auf habe und jetzt auch gerade keine Cappy dabei habe. Und
leicht aus der Puste bin. Im Hintergrund findet gerade noch mega der fette Sonnenuntergang statt. Und ich würde sagen, ihr seht davon einen Timelapse und danach beende ich das Vlog auch schon. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Okay, Freunde, da hinten kommt jetzt gerade noch der letzte Sonnenstrahl durch die Wolken. Die Sonne ist jetzt so gut wie weg. Ich hoffe natürlich, die Timelapse hat euch gefallen. Und ja, würde sagen, freut euch aufs morgige Vlog. Ich weiß noch nicht genau, was passiert, aber ich versuche mir jetzt jeden Tag was Spannendes auszudenken. Würde sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Abonnieren ist kostenlos und ihr verpasst kein Video mehr von mir. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir einfach dieses Jahr wirklich noch die 2000 Abonnenten knacken. Ist ja nicht mehr weit. Teilt das Video auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, bis bald. Ciao.